Hallo liebe Testo-Freizeitparks-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. In diesem Video wollen wir euch das Halloween-Horrorhaus in Alsdorf einmal genauer vorstellen. Ich würde sagen, ihr seht das Intro und danach geht's auch schon los. Das Halloween Horrorhaus findet vom 27. bis zum 31.10. hier am Energetikon in Alsdorf statt. Ja, und was erwartet euch? Insgesamt 50 Scare Actor und 3 Maces gibt es zu erleben und vieles, vieles mehr. Und was genau, das stellen wir euch, wie gesagt, in diesem Video vor. Wir gehen jetzt in Richtung Eingangsbereich und dann melden wir uns gleich bei euch wieder. Wir sind jetzt drauf auf dem Veranstaltungsgelände. Während wir uns jetzt einen kleinen Überblick verschaffen, seht ihr ein paar Impressionen hier von den Scare-Actern. We are living in America. America ist wunderbar. A Norfolk night. The world is cold. We stand surrounded. We are not alone. Bis 19 Uhr findet hier beim Halloween Horrorhaus in Alsdorf das Familien-Halloween statt. Das heißt, bis 19 Uhr könnt ihr alle 3 Maces familiengerecht erleben. Und ab 19 Uhr wird das Ganze dann wohl ein bisschen schlimmer und wird richtig Gas gegeben. Wir haben jetzt schon alle 3 Maces einmal hier zum Familien-Halloween gemacht. Davon zeigen wir euch jetzt ein paar Impressionen. Auf die einzelnen Maces gehen wir dann aber ab 19 Uhr genauer ein, wenn sie halt dann voll bespielt werden. Thank you.
Are you scared? I am you. Natürlich darf die Verpflegung hier beim Halloween Horrorhaus in Alsdorf nicht zu kurz kommen. Deswegen gibt es hier, so einen Food-Bereich. Aber nicht nur das, hier gibt es für die kleinen Besucher natürlich auch noch was zu entdecken. Und zwar gibt es hier eine kleine Kindermaze, eine Hüpfburg, ein kleines Karussell. Und die Kinder haben für einen kleinen Aufpreis die Möglichkeit, Kürbisse zu schnitzen. Ich glaube, 4 Euro kostet das Ganze. Ja, und wir werden uns jetzt erstmal hier was schmecken lassen und warten auf 19 Uhr, bis die Mazes dann so richtig bespielt werden. Hi, my name is Annabelle and welcome to my tea party. Boo. Spooky? Ouija board for me. You sure? I am Belle. Can't you tell? You will be my haunted friend. You will go to hell. Oh, by the way, have you met Chucky yet? Yo, what's up, bro? Inzwischen ist die Dunkelheit eingebrochen, das heißt, jetzt haben wir gleich 19 Uhr, gleich geht es nochmal in die Mazes rein. Aber vorher gehen wir hier noch in den Händlerraum, weil den wollen wir euch natürlich auch nochmal vorstellen. Wir sind jetzt an der ersten Maze angekommen, nennt sich Halloween Horror House The Beginning. Ihr seht jetzt an dieser Stelle ja den kompletten Durchlauf und danach gibt es ein Fazit. Thank you.
jetzt die erste Maze gemacht im Vergleich zu heute Nachmittag zum Familien-Halloween nochmal deutlich gesteigert, das Ganze. Gefällt uns richtig gut. Jetzt abends viel, viel mehr Nebel drin, viel, viel mehr Scare-Actor. Und jetzt geht's für uns direkt zur nächsten Maze, die uns gerade wirklich mit großem Abstand am besten gefallen hat, und zwar Schacht 52. Wir sind sehr gespannt, wie die Maze sich jetzt macht. Thank you.
Wir kommen jetzt aus der nächsten Maze und wie gut ist diese Maze bitte gemacht? Schacht 53, mega gut gemacht, komplett auf Bergwerk thematisiert, tolles Care-Actor drin, tolle Thematisierung, also wirklich richtig tolle Maze das Ganze. Jetzt geht's gleich für uns noch zur nächsten Maze, jedoch gibt es hier gerade noch eine kleine Show und davon wollen wir euch natürlich jetzt an dieser Stelle auch ein paar Impressionen einblenden. Video oder jo. Was? Sag das doch. Meine Güte. Das kostet für mich nur 5 mehr, würde ich sagen, oder?
toll gemacht. Auch wieder gute Scare-Actor drin. Gestaltung auch echt top. Hat uns sehr, sehr gut gefallen, das Ganze. Ja, und jetzt würde ich an dieser Stelle euch noch ein paar Impressionen hier von der abendlichen Stimmung einblenden. Und dann melden wir uns gleich nochmal zum Abschiedsfazit bei euch wieder. Das war jetzt unser Video vom Halloween Horror Haus hier in Alsdorf. Ein richtig cooles Halloween Event, eigentlich für die ganze Familie auch geeignet. Eine tolle Kombination aus Familien-Halloween und dann ab 19 Uhr, ja, halt ein richtiges Halloween Event. Tolle Live-Acts heute da gewesen, tolle Maces, tolle Thematisierung. Hat uns wirklich voll überzeugt hier das Halloween Haus in Alsdorf. Ja, wir hoffen, dass dieses Video euch gefallen hat. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.